Ja, hallo liebe Freunde meines Kanals, willkommen hier zurück bei Resident Evil 2. Und wir gucken uns hier einfach mal gerade ein bisschen um. Ob wir hier noch irgendwas Spannendes finden. Nö, nichts Besonderes. Gut. Wir haben ja... wir haben jetzt ja immerhin... das nötige Bedienrad für den Hubschrauber gefunden. So, wartet mal. Lass die mal schön in meine Richtung laufen. Und dann hauen wir hier nämlich einfach durch die Kante ab. Wow. 1A an den blöden Zombies vorbeigerannt. Ah, sehr gut. Das spart Munition. So, jetzt können wir nämlich hier hinten das Ventilrad benutzen. Okay, gut. Das brauchen wir dann wohl noch. So ein paar Patronen gibt's. Und der Hubschrauber ist nur noch ein Wrack. So richtig weitergeholfen hat mir das jetzt aber auch nicht. Außer, dass wir jetzt die Gewissheit haben, dass das Ding nur noch ein Wrack ist. Ah, stimmt ja, hier sind ja die Höllenvögel drin. Ich frage mich jetzt, wo wir als nächstes gucken sollten. Wo kommst du denn her? So, dich haben wir erledigt. Ja, die Räume neben uns sind soweit eigentlich alles safe. Ah! Ah, okay. Ja, hier haben wir jetzt Zugriff drauf bekommen. Auf diese Tür haben wir jetzt Zugriff bekommen. Ah ja, das ist dann der Karo-Schlüssel. Und lasst mich raten, hier brauchen wir die beiden Edelsteine. Alles klar. Hier hat der Polizeichef seine Gemälde, seine hässlichen, drin liegen. Gut, dann muss ich jetzt zur Kiste, muss die Edelsteine holen. Und ich bekomme sogar den Karo-Schlüssel. So, ist hier noch irgendwas in den Hubschraubern drin? Nö. Ah, sehr gut.
Hier hinten ist doch eine Truhe. Ich mag Truhen. So, das heißt, wir lagern jetzt nämlich erstmal dich ein. Wir lagern das doppelgrüne Kraut ein. Obwohl, lass mal lieber das rote einlagern und das grüne mitnehmen. Und dann nehmen wir uns die beiden roten Edelsteine mit. Ah ja, und wir laden gleich mal nach. So, jetzt haben wir alles. Jetzt können wir weitermachen. Ich glaube, ich war hier noch nicht gewesen, als hier das Feuer noch nicht, als das Feuer noch nicht aus war. Deswegen habe ich daran nicht sofort gedacht. So, auf jeden Fall kriegen wir jetzt richtig, einen ziemlich guten Schlüssel, den wir einige Türen öffnen können. Und wir bekommen noch ein Item. Bin ja gespannt, was wir hier jetzt rauskriegen. Also wir können natürlich gucken, was hier noch auf der Beschreibung steht. Eine Steinstatue in voller Rüstung am Sockel steht. Tyrannos, der Tapfere, erwacht mit zwei Lichtern. Naja, okay, gut, Tyrannos, dann erwacht gleich mal. Denn hier ist der zweite Edelstein. Naja. Und was gibt's jetzt? Den Königsstecker. Naja, noch einen von diesen Schachdingern. So, und hier gibt es dann natürlich noch den anderen Schlüssel. Den Karo-Schlüssel. So, ich glaube, ich sollte es mal zur Sicherheit abspeichern, oder? Ja, ich konnte ja nicht abspeichern, als wir da oben waren. Also sollte ich jetzt abspeichern. Also da waren, wo, ihr wisst, was ich meine. Als wir da in diesem Haus waren, wo wir durch die Tür von den beiden Untoten überfallen wurden. So, das heißt, wir brauchen Farbband. Ich hätte am Anfang so ein bisschen Bedenken, ob das überhaupt gut funktioniert hier. Aber wisst ihr, was wir machen können? Wenn wir das Farbband haben, lass uns mal das Farbband da unten holen. Ist jetzt zwar ein kleiner Umweg, aber da sind immerhin bestimmt zwei Farbbänder. Die sind verdammt wichtig. Lasst uns die jetzt holen gehen. Ich hätte ehrlich gesagt Bedenken gehabt, ob man das heute echt noch spielen kann, den zweiten Teil. Aber es geht echt wunderbar, wie ihr seht. Was gab es hier nochmal drin? Ich muss ganz kurz nochmal gucken, was in dem Raum drin war. Ah, stimmt. Ist das nicht sogar der, wo ich jetzt lang musste? Ah nee, der machte auch nur eine Querverbindung. Das war auch nur eine Querverbindung, der Raum hier. Ah, fuck. Fuck. Ich wollte gerade sagen, die Dinger sind ja nicht wirklich eine Bedrohung. Da kriege ich direkt aufs Maul. So, jetzt wieder der alte Trick. Ah, die aber auch nicht immer so ganz einfach funktioniert. Naja, gut. Aber für die hat es jetzt erstmal gereicht.
Ja, zweimal Fahrbahn hat sich gelohnt. Aber mehr gibt es hier nicht zu machen. Na gut, ich meine, wir haben ja immerhin ein paar Sachen gefunden, die jetzt für unsere Erforschungen hier ganz nützlich waren. Von daher macht das jetzt nicht so viel. Wartet mal. Karte sagt. Naja, Raum ist fertig, der noch nicht hier. Ich bin hier echt der Meister des Hackenschlagens. Ich könnte ein kleines Hoppelhäschen sein. Ja, alles für das Farbband, ne? Alles für das Farbband. Aber ich denke nur daran, auf wie viele coole Räume wir jetzt Zugriff bekommen. Jetzt mit dem Karo-Schlüssel in der Hand. Hier erstmal den Spielstand abspeichern. Und dann können die Farbbänder in die Kiste. So, wo fangen wir jetzt eigentlich an mit dem Karo-Schlüssel? Ich glaube, durch den haben wir jetzt echt ganz neue Möglichkeiten. Und zwar solche tollen Möglichkeiten, dass ich gerade gar nicht weiß, wo wir damit zuerst hin sollen. Aber wir fangen am besten ganz unten an. Soll heißen, wir benutzen einfach die Leiter hier. Jep, wir wollen die alte Leiter herunterklettern. Und wir sind dabei auch ganz leise, wie es sich anhört. Und ich glaube auch, dass Leon Stahlschuhe trägt. Also nicht nur Stahlkappen in den Schuhen, sondern auch noch Stahlabsätze. Also Stahlsohlen drin hat. Einfach nur alles aus Stahl. So, ich weiß ja gar nicht, wo wir jetzt die nötige Tür haben für den Schlüssel. Wir werden sie finden. Da waren wir schon mal drin. Ach, guck mal, da haben wir die erste Tür, die wir jetzt mit dem Schlüssel öffnen können. Ah, guck mal, hier gibt's Zeug. Erste-Hilfe-Spray. Ein Kabel mitnehmen. Okay, wir nehmen ein Kabel mit. Dann gibt's da hinten noch was. Oh Gott, ich brauche echt dringend mehr Platz. Ach, das ist jetzt die andere Seite des Spiegels. Ja gut. Ich würde mal sagen, wir packen auch mal ein Gesundheitskraut dann raus. Oh, jetzt bin ich echt den ganzen Weg zurück hier, ne? Ah, okay, dann packen wir auch ein Gesundheitskraut raus. Denn wir
Wir finden ja dann noch das Erste-Hilfe-Ding. Und das Kabel müssen wir auch noch wegpacken. Hatte ich nicht schon irgendwas, wo wir ein Kabel brauchten? Ah ja, für diese... Ah ja, doch, ich weiß, für diese komische Steuerung da, für diese... Stimmt, da hieß ja, dass die Kabel rausgerissen worden. Vielleicht kann man dafür dann später das Kabel benutzen. Aber jetzt holen wir uns erstmal alles, was in dem Raum ist. Und wir sammeln gerade diese Schachfiguren ein. Oh, was könnte man mit denen nochmal machen? Also ihr seht mich jetzt hier schon. Ziemlich... Ja, keine Ahnung mehr, was man mit dem ganzen Zeug machen musste. Deswegen hatte ich ja auch gesagt, das ist ein halbblindes Let's Play. Weil ein paar Sachen weiß ich, aber vieles eben nicht mehr. Lustigerweise, ich hatte ja, als ich das Resident Evil Remaster Let's Play gemacht habe, oder das Remake Let's Play, hatte ich ja daneben den alten Teil nochmal auf der PlayStation gespielt. Dabei fiel mir auf, wie einfach der Teil eigentlich ist. Das merke ich jetzt auch hier gerade, also es ist nicht mega leicht, aber mit so ein bisschen Resident Evil Erfahrung kommt man hier ziemlich gut durch. Aber trotzdem, das Spiel eine bombastische Atmosphäre, das muss man echt sagen. Man muss halt haushalten können. Das ist so, glaube ich, das, was heute nicht mehr so funktionieren würde mit diesen Truhen. Das hat jetzt bei solchen Spielen, die eben bockalt sind, hat das einen gewissen Charme. Aber ich glaube, dass das dann, wenn man es in einem neuen Spiel wieder so hätte, dass man jetzt hier so ewig hin und her rennen muss, so minutenlang, weil man eben seine Inventarplätze so managen muss. Ich glaube, das würde in neueren Spielen nicht mehr ganz so, ja, so kritiklos funktionieren. Da fühlt man sich echt die ganze Zeit beobachtet bei diesem Spiegel. So. Jetzt können wir nämlich hier noch den Turmstecker nehmen. Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Ein Lecker. Und er will mich als sein Lecker bissen. Oh, bin schon auf Vorsicht. Die Dinger machen mich echt verdammt viel Schaden. Ach du Scheiße. Oh. 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 Krass. Bald. Mit diesen einfachen Schnitten, wie viel Leben der mir abgezogen hat, hätte ich jetzt nicht schnell geheilt, wäre ich echt, boah, passé gewesen. Alter. Alter, ey. Krass. Das geht so schnell. Und das ist wirklich Survival. Das war nämlich tot innerhalb von 5 Sekunden. Und wenn man dann 2 Stunden lang Farbband gesaved hat und nichts gemacht hat in der Zeit, dann muss man halt alles nochmal machen. So, naja gut, müssen wir jetzt zum Glück nicht, weil wir haben jetzt ja den Licker zum Glück besiegt. Ah ja, da brauche ich den Kreuzschlüssel. Okay. Alter, Leute. Stellt euch mal vor, und dann geht ihr da nichts ahnend rein und habt vielleicht noch ein paar Waffen oder, keine Ahnung, die Schrotflinte rausgelegt, weil ihr meintet, okay, ich will lieber ein bisschen Inventar freimachen, und dann putzt euch da einfach so einen Licker weg. So, okay, hier haben wir jetzt dann alles durchgeguckt. Ich blicke jetzt gerade, wo wir noch alles hin können. Aber ich würde sagen, ja, von der Zeit her passt es ja auch schon wieder. Ein kleines Schnittchen zu machen. Also, naja, eigentlich eher so ein Folgenende. Mittlerweile kommentiere ich das ja, also an und ab. Ich finde es jetzt was Persönliches, eine Folge an und ab zu kommentieren und nicht mehr so wie früher einfach nur die Minuten zu schneiden.
So, deswegen. Hier gibt mir jetzt das Zeug, was wir gefunden haben. So, eigentlich ist es ja nur dieser Stecker hier. So, die Pumpgun können wir erstmal auch weglegen, weil die hat aktuell keine Munition. Achso ja, und ich wollte abspeichern. Das bedeutet, ich brauche natürlich Farbband. Ja, ich speichere jetzt mal jetzt genau ab, weil ich habe ja noch 20 Mal, also geht ja noch. Aber im Schlange ich mir hier in der Wartehalle abgespeichert. So, nee, da wollen wir nicht hin. Wir wollen hier zur guten alten Schreibmaschine. Ja, wir verbrauchen ein Farbband. Und legen das 7. Safe Game an. So, ihr lieben Leute. Okay, dann würde ich sagen, ja, mit dem Karo-Schlüssel gibt es auf jeden Fall noch ein paar Türen für uns aufzuschließen. In diesem Sinne, bis zur nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Gehabt euch wohl. BB, euer Hyuga. Thank you.